Herzen, im Herzen. Ich weiß nicht, ob es vom Herzen ist. Wie bitte? Ich habe eine Frage, aber ich bin mir nicht sicher, ob es von meinem Herzen ist. Er ist sich nicht sicher, ob die Frage von seinem Herzen ist. Khair, inshallah, khair. Aber eine ganz einfache Frage. Was ist Adab? Allah. Was ist Adab? Das ist die question. Our brother, Shaykh Ahmed, he's asking, what is Adab? What is Adab? Was ist Adab? It's a very, very good question, I think. I think it's from the heart. And it's a very important question. And it's not easy to answer, but we are looking what they are giving. We are saying, Medet, ya Sayyidi. Medet, our Sheikh, we are asking from you, because we are the opposite of Adab. Just the opposite, not my brothers, they are mashallah, but I am opposite, and I am asking your medet to learn this, inshallah. And we are learning from you, O our Sheikh. One answer is, our Sheikh is Adab. What is Adab? Look to our Sheikh, and then you see Adab. You can see. And you see it in all manners, in all situations, in all levels. In all levels. We don't see levels because we have no levels, but we realize that he is showing in every situation to every one, to everyone of human beings, murids, not murids, Muslims, non-Muslims, mu'mins, no mu'mins. He is with adab, and also to all creatures. To all creatures there is adab. He has adab, he is showing this. You may learn adab from your Sheikh. There's actually no other way but to learn it from your Sheikh. He will teach you the adab. First, adab is towards Allah Almighty, towards our Lord. There must be adab. And adab as they are saying, and he is saying, our Sheikh, to be with him always, or to think about him always, or to make zikr with him, for him, through him always, to remember him always. And it means not only to think and to mention the names, that is one of many kinds of remembrance, but the kind in which the adab is obvious, that is through your actions.
It is through your actions. If you are listening to the orders of Allah Almighty, means directly to listen the orders of the Sheikh, to do what the Sheikh is saying, to listen his advice and to do it. That means adab. That is the foundation of adab. And they are not giving us orders because they know that we can't keep them. And it is not good if he gives an order, the Sheikh gives an order, and you can't keep it. You cannot do it. It is, then you are getting in the bad position, in the adabsis, in the lack of adab position. Lack of adab is our main state, because it is when we are in the opposite position, not remembering Allah. We are in heedlessness, in heedlessness and rebellion also. It's a rebellion. And the ego, our nafs marra bisu, the ego, has a position of rebellion. It is heedless. Heedlessness, ghafla, means heedlessness towards Allah. He is not heedless about himself. No, he is thinking so much about himself, what he must do, how he must gain worldly matters, any matters, material matters, emotional matters, how he can show off, how he can be seen, how he can reach to his aims in society. He is very busy from morning to night, night to morning, very busy. There is all of it, adabsis, no. Adabsis is Turkish, means no adab, without adab. Alil al-adab, qalil al-adab. Syrians say alil al-adab, little of adab. Adab is that you remember Allah always. That means you are, this is Allah. Allah is the king. Yes, he's the king. King Malik al-Mulk. He is the king of everything. King of kingdoms. King of kings. King, the only king. There is only, today there were questions. Can be the Sultan, Awliya, two Sultan. Can be only one. Only one. Always only one. Sultan, only one. Allah. You must, this is your ego. This is Allah Almighty. You must be like this. Like this. Or like this. Yes? But you must face, your direction must be always towards your Lord. Direction. The moment, then ego is saying, it's enough. It's enough. It's enough here. I have to think about myself. I must be alone now. Now I am alone and I will be alone and I have to think something alone. I, no need for my king now. No. I have to do something and I don't need. It's very private. What the ego is doing? Like this. You are like this. There's Allah. You are doing bye-bye. Like this. This is absolute adab without adab. You show your back to the king. What is the king? What he must do? What he will do? What do you think he must do? If he is doing like this also, finish the matter. You are lost. Finito. So, but since he is so generous and so Ghafurur Rahim, and he knows,
He makes like this. And you are, what happened? Oh, another one, not enough. Okay, third one. I don't know, maybe after 100 ones, or after the first, or after 100 ones, he say, okay, from where coming? My Sheikh is coming, this is happening to me because of Allah. He's turning around. Turn around, oh servant. MashaAllah, happening, distress, misfortune, suffering, accidents, sickness, sufferings. He is sending until you turn around. Maybe you turn around quickly, may not quickly, maybe in your last breath. According to the state of your ego, the hardness of your ego, the rebellion of your ego, it's very rebellious. According to that, you will turn around. The time is coming, you will turn around. And he knows. Wie war der Ayat? Von heute. Sag mal Mali. Oder Ali Kila. Ali Kila weiß ja, der war da dabei. Ali, the ayat, the Haji was saying, we saw you out of the temple. Ubitu, Jamia. Ubitu, Minha Jamia. Ubitu, Minha Jamia. Wie geht es, Baba? Ubitu, Minha Jamia. Ubitu, Minha Jamia. Sag mal laut. Wie heißt das? Wie ist die Übersetzung? Geht alle raus hier. Alle zusammen. Ich bin Tumina Jamia. Für immer Tiana kommt Minni Hudan. Für meine Tabba Hudan. Für Allah kaufen alle Hudan. Ich bin Tumina Jamia. Für immer Tiana kommt. Wenn von mir dann die Rechtleitung kommt und wer dieser Rechtleitung folgt, die werden zu denen gehören, die keine Angst wird auf denen sein, keine Traurigkeit. Erst schickt ihr sie weg. Yeah, Allah Sheikh, this is in the Holy Quran. There is a verse we are just asking, and in which Allah is saying, I sent you away, out, and then I call you. No? Yeah. Call you back, you turn around and you come back. Means He knows. Allah knows. When you do this, He knows. There is only, we are trying to find, this is the lack of adab. When we turn away, we are not in adab. Adab means to be with Allah, to turn your direction to Allah Almighty. There is this adab. Then there is adab to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it's the same towards him. You do everything seeing the Prophet, so to say, in front of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, trying to follow his way, his sunnah, his steps, and that is what you try to do, and we are also not doing. Then there is an adab towards your sheikh, that is directly. Towards your sheikh, you have that adab. Your every action, what you are doing, you are facing your sheikh, and you look, is this action what I am doing, or what I prepare to do, does it make my sheikh happy? Is he happy with that action or not? There is a question, and you try always to make your sheikh pleased with that action, to make him smile with any action. Action is action, and it belongs also thinking. You must try to control your thinking.
Because before action comes thinking. You think something, you allow yourself to think something in the wrong direction, after that you do it also. You know, so you have to try to, we have to try to keep our thinking also, to control our thinking, to be in control of the ego. That is trying to have adab. Adab is also, it is absolutely necessary for the rabita with your sheikh. It belongs to the rabita, the adab. It belongs to the love. Yesterday we were saying that everything is based on love to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and love to your sheikh. Yes, everything is based. If you are a murid, you are a follower. Let's say follower. You have intention that your master, your sheikh, he is guiding you in the most perfect way, and it is asking your love. If you connect with him, and you should connect with him as much as you can, it needs love. The connection is through love, that we explained yesterday. But there is one part, the second leg of this standing in front of Sheikh and going on your way, second leg is adab. There is not love leading you to your successful aim, but it needs adab. Because you have ego. We have ego. Not passed away, the ego is still there. It's dangerous. It's dangerous. The rebellious ego is still there. So you have to practice and learn, and it is a learning, always learning with adab. And this adab is your companion with your love. Then this is your companion. The adab is a companion, and it's coming with you all your levels, all your steps, all your stations, states, stations, levels. Adab is going with you. You can't leave it up to the highest point. Adab must be there, the highest. Very important, very important. People, they leave adab. And it is coming out through situations. It is coming out through tests. If you have adab or not. If you can keep your adab or not. Mulana always, Shaykh Nazim also, Karasa Sarwari, was always saying, always keep your adab. Keep your adab. It is more important to keep your adab than to acquire knowledge. So it's important to acquire knowledge. It's a fard. But more important and first comes adab. Then comes knowledge. Because knowledge without adab, without character, may be harmful, can harm. Because it can make you proud, gives you pride. You know, it is dangerous. So it is always the basic, the fundament of the way is the love and the adab. May Allah give us, inshallah, from that, and give us the insight to see this and to be with it, always to make our Shaykh happy. If a Shaykh is happy, Shaykh is pleased, Prophet is pleased. If Prophet is pleased, Allah is pleased. You know, if Allah is pleased, if they are pleased, you are pleased. You are pleased, then you are pleased. If you are not pleased,
that by that is one of the signs you can see that you are not with adab. If you are not pleased, if you have something, sadness, depression, some funny state, you don't know really why, what is the matter, but it is clear, it is like a law, you know, if you are not pleased, Allah is not pleased with you. And He show you your state and He make it difficult, and He, until you get out of it by turning away to Him, asking forgiveness. What is turning to Him? Asking forgiveness. By looking for His pleasement, you look for to be that He please. You have no other. You have nothing else but Him. You have nothing else but Him. There is no perfect love, no trust, no protection, no Geborgenheit. Comfort. Wie heißt es? Comfort oder sowas? No comfort. Endless comfort. Like the baby in the womb of the mother. Endless comfort, endless. No question, endless. Nowhere but with Allah Almighty. So you turn back. You're asking this. This is the only thing what can make you happy. What is the only thing if this child is crying because it did something wrong? Maybe it gets a punishment or an admonition from the father, from the mother, or from life, from Allah. It gets some kind, we say, punishment or admonition, and the child is very, let's say the mother is upset, child is upset. Crying, very sad, cannot do anything. Nothing will make the child stop to cry and stop to be sad. Only if the mother forgives their child and going to the child and taking the child inside. Nothing else. You can give him everything, it will not be satisfied. Only when the mother is saying, it's okay. It's okay. Come. Yes, that is an example. And we are like that. Our souls are like that. And when Allah is happy with us, we are happy also. May Allah keep us. May Allah make us to keep our adab, inshallah. And our love. Wa min Allah wa tawfiq bi rahmat al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wir machen eine Zusammenfassung in Deutsch, inshallah. Tarikatuna Sopa wa Khair Fijim, Medet Ya Sayyidi, Medet Ya Munar Sheikh. Unser Bruder, Sheikh Ahmed, hat gefragt, weil er die Frage gestellt, was ist Adab, ne? Praktisch. Was ist Adab? Und es ist eine sehr gute Frage, sehr wichtige Frage. Es ist die Grundlage unseres Weges, ist Adab. Adab kommt zuallererst. Es ist das gute Verhalten, das rechte Verhalten, das rechte Benehmen, sagt man auch, gutes Benehmen. Ja, das rechte, die rechte Haltung und das rechte, wie man sich verhält, das gute Verhalten. Und zuerst ist es das Verhalten Allah gegenüber, dann ist das Adab gegenüber dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, das Verhalten gegenüber dem Propheten und das Verhalten gegenüber deinem Scheich und das Verhalten gegenüber deinen Mitmenschen, gegenüber deinen Brüdern und Schwestern und allen Mitmenschen. Derjenige, von dem du Adab lernen kannst, überhaupt, ist dein Scheich. Das ist einer der Gründe, einer der vielen Gründe und klaren Gründe, dass man einen Scheich haben muss auf diesem Weg, ist genau das, ist dieser Punkt, ist das Adab, das rechte Verhalten. Ja, dass man, wie man sich verhält,
jedem und allem gegenüber. Dies zeigt dir der Scheich. Er zeigt es dir direkt in seinem Verhalten. Wenn du ihn schon beobachtest, du magst ihn beobachten und du siehst sein Verhalten gegenüber Mitmenschen, gegenüber Gästen, gegenüber Fremden, gegenüber Gläubigen, Nichtgläubigen, über Muslim, Nichtmuslim, seine Schüler, Nichtschüler, egal wer es ist, gegenüber allen Menschen sein Verhalten. In jedem seiner Aktionen und jedem seiner Worte und jedem seiner Gedanken auch, ja, ist Adab, reinstes Adab, perfektes Adab. Der Scheich, der Meister, Waliullah, Gottes Freund, der Heilige, der hat perfektes Adab. Perfekt. Geerbt und übermittelt vom Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, der den perfektesten Charakter hat, den größten, großartigsten und natürlich, und darin liegt auch die Perfektion, perfektesten Charakter. Khuluqul Azim, ja, den größten Charakter. Ja, das haben die Gottesfreunde, die Auserwählten. Deswegen braucht man so einen Menschen, braucht man, um Adab zu lernen. Deswegen sind die Scheich-Gegner, die behaupten, man braucht keinen Scheich, wir brauchen nur die Bücher. Du kannst sie erkennen daran, sehr leicht erkennen, dass sie keinen Adab haben. Du erkennst sie auch an ihren dunklen Gesichtern und ihren dunklen Mienen und verzerrten Mienen in ihren Gesichtern. Aber sehr klar und sehr deutlich ist es, auch unserer Erfahrung nach, dass sie keinen Adab haben, kein Benehmen gegenüber Menschen. Ja? Ein Scheich, der zeigt dir das feine, reine, perfekte Adab gegenüber allen Menschen und dann allen Dschinnen und alles, was wir vielleicht nicht sehen, und allen Geschöpfen in dieser Schöpfung. Von der Ameise zur Mücke, über die Fliege, zu jedem Tier, zu allen Bäumen, zu allen Pflanzen hat der Scheich, der Meister, das rechte Adab, das rechte Verhalten. Das kann nur ein Mensch, das können wir nur lernen von ihm. Das kannst du nur, weil wir haben Nafs, wir haben Ego. Und Ego ist der Inbegriff, das Ego ist der Inbegriff des Nicht-Adab. Weil die Seele ist dazu erschaffen von Allah. Und wir haben dem zugestimmt, als Allah uns fragte, bin ich nicht euer Herr? Haben alle Seelen geantwortet, Bala Shahidna, ja, natürlich, du bist unser Herr, was sonst? Sonst wären wir ja gar nicht da. Du bist unser Herr. Wahrlich, wir sind Zeugen, wir sind Zeugen, Shahid. Deswegen ist das Adab, ist, dass du Allah, wenn wir haben gesagt, wenn hier das Allah ist der König, der König, der Könige, ja, und du bist Diener. Und der Diener schaut auf seinen König. Ja, du bist nicht, wenn du vom König eingeladen wirst, ja, von Prinz Charles, haben wir gestern auch gesagt, bist du eingeladen zum Tee. Ja, du willst schon mit deinem Esel da rein, darfst du nicht rein, musst du draußen lassen. Okay, sagen wir mal, du bist so weit entwickelt, dass du dein Ego, also du lässt ihn zeitweise mal draußen und bist eingeladen zum Tee. Und du kommst zum König, ja, dann schaust du auf den König, bist konzentriert auf den König. Ja, du gehst nicht hin und sagst, hi Charles, und dann drehst du dich um und guckst mal da, und wir sitzen hier alles. Auch sehr interessant. Und gucken wir mal hier, außer mit was wir uns so beschäftigen gerade. Du bist der Gast des Königs. Du bist Gast des Königs. Und zwar immer. Und du drehst dich um. Ja, du drehst dich um. Dein Nafs dreht sich um. Dreht sich kurz mal um. Ja Allah, wir haben jetzt eine Stunde lang, sind wir schon hier in Suchbad und Sicke und so, jetzt ist auch mal wieder gut.
ich habe was zu tun. Da muss ich jetzt mal gar nicht jetzt, jetzt muss ich mal eben kurz alleine sein. Ja, jetzt muss ich mal, und es ist auch wirklich besser, ich bin hier alleine jetzt bei meinen Tätigkeiten und jetzt, das kann ich ganz alleine machen. Ja, ich alleine. Das ist ja privat jetzt mal. Ich meine, ich brauche meine Privatsphäre. Ja, die muss ich jetzt mal wahren. Ich drehe mich mal um. Der König steht hier. Ja, du bist erschaffen, ihn immer anzuschauen. Ist immer sein Gast, immer gewesen. Du sagst mal, nee, tschüss. Das ist der Inbegriff von Nicht-Adab. Was macht der König? Was macht der König jetzt? Der macht was. Wenn er so macht, dann ist es aus. Dann ist fertig. Dann ist diese Seele, wie Maulana mal gesagt hat, Müll. Müll zu Müll. Verloren, verlorene Seele, Allah weiß es, verloren, Hölle, nichts, verloren. Dein ganzes Leben, diesseits, verloren, das geht ja gerade noch, aber das Schlimme ist, dein Jenseits ist verloren. Ja, dein ewiges Leben, wenn er so macht. Macht er nicht, Gott sei Dank. Er macht so. Er schlägt dir auf den Hinterkopf. Hallo, hallo. Er schickt dir Unfälle, er schickt dir Krankheiten, er schickt dir Depressionen, schlimme Sachen in der Familie. Er schickt dir eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Immer noch eins. Du drehst dich noch nicht um. Noch eins. Noch ein. Ja, gib ihm. Gott sei Dank. Ja, noch eins. Gott sei Dank. Hört er nicht auf. Beim 101. Male wird er plötzlich wach und sagt, ja, muss ja doch irgendwie. Oh Allah, Astaghfirullah. Also er dreht sich um. Allah will, dass du dich umdrehst. Und er will, dass du dich umdrehst. Er sehnt sich danach, dass du dich umdrehst. Er sehnt sich. Er ist traurig. Sagt er selber. Er ist traurig. Und er hat Sehnsucht nach seinem Diener, der sich abwendet, dass der sich umdreht und zu ihm kommt. Hat eine tiefe Sehnsucht, eine Sehnsucht. Wenn wir diese Sehnsucht beschreiben könnten oder wenn wir sie sehen könnten, würden wir sterben. Die Intensität seiner Sehnsucht, einmal aufgeleuchtet in deinem Herzen, war es. Dann gehst du direkt zu ihm. Ist auch ein schöner Tod, aber es ist dann direkt. Du kannst nicht aushalten die Intensität seiner Sehnsucht, dass du dich umdrehst und dich wieder in Liebe und mit der Bitte um Vergebung dich ihm zuwendest. Deswegen ist Adab ist das Wichtigste auf unserem Weg. Auf dem Weg des Gläubigen, auf dem Weg des Muslim, auf dem Weg des Murids, desjenigen, der dem Scheich folgt. Und du musst einem Scheich folgen, wenn du das Adab lernen willst. Ja, ist das Wichtigste ist gerade dieses Adab. Das andere Bein auf diesem Weg ist die Liebe. Ja, die Liebe ist die Grundlage für deine Verbindung, haben wir gestern erklärt, für die Verbindung zu Allah, zum Propheten, zum Scheich. Ja, die Verbindung auch zwischen den Brüdern und Schwestern ist die Liebe. Ja, diese Liebe, die muss natürlich da sein, sonst gibt es keine Verbindung. Und Verbindung ist absolut notwendig, sonst kannst du nicht deine Sachen bekommen. Du kannst nichts bekommen. Der Empfang ist durch die Verbindung. Ja, es ist eine Verbindung und du empfängst. Du empfängst dadurch. Du kannst nicht alles auf einmal, dann ist eben, wie gesagt, Schluss. Dann geht es direkt nach oben. Ja, du kriegst deine Gaben durch ein Mittel, ja, durch eine, und das ist die Liebe. Ja, diese Verbindung. Und das andere Bein ist, wie gesagt, das Adab. Ja, weil du wirst getestet. Du kannst nicht sagen, ich liebe. Ja, du musst zeigen, dass du liebst, indem du das tust, was der Scheich sagt, indem du seinem Rat folgst, versuchst zu folgen, so viel wie du kannst natürlich, versuchst du ihm zu folgen. Und
auch nachzuahmen und zu schauen, wie macht er das, mit welchem Adab, und zu lernen. Ja. Das ist absolut wichtig. Und es kommt als erstes Adab. Es kommt noch vor dem Wissen. Vor der Erlernung von Wissen ist das Adab. Weil Erlernung von Wissen ohne Adab ist gefährlich. Kann sogar zu Schaden führen. Ja, weil es kann dazu führen, zum Beispiel, dass man stolz wird. Du weißt etwas und du bist stolz plötzlich. Oder du hast irgendwas gelernt oder auch was eingesehen und du sagst, oh, das habe ich gemacht, und du wirst stolz und guck mal, was ich schon für einer bin. Und meine Brüder, die sind noch gar nicht da. Was sind das alles für? Ja, der ist so und der ist so und der ist so und der ist. Ich habe sie alle auf dem Schirm. Ich weiß genau, wie die alle sind. Ja, keiner hat mein Level. Ja. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Und der Einzige, das kannst du nicht aus Büchern lernen. Adab lässt sich nicht aus Büchern lernen. Adab ist eine Lehre, die passiert in deinem Lehren, in deinem Leben. Und derjenige, der das lehrt, ist der Scheich. Der Scheich ist ein Lehrer im Leben. Keiner, der Bücher schreibt und Bücher vermittelt, sondern er zeigt es dir im Leben als Beispiel. Erstens, zweitens übermittelt er dir dieses Adab und das, was notwendig ist dazu, von Herz zu Herz. Von Herz zu Herz. Das war, glaube ich, so im Wesentlichen das, oder? Ja? Möge Allah uns schützen, inshallah. Dass wir unser Herzen schützen und dass wir Adab lernen. Das ist eine sehr gute, sehr wichtige Frage. Das ist echt eine der wichtigsten Fragen, mashallah. Wir verlieren leicht unser Adab, wenn wir getestet werden. Kommt immer der Test. Kommt immer der Test. Auch zwischen den Menschen. Adab zwischen den Menschen. Du wirst gefordert, direkt gefordert im Leben. Jeden Tag hast du deinen Test und wie verhältst du dich deinen Mitmenschen gegenüber? Bist du dankbar? Dieser Bruder hat mir vor 40 Jahren, als ich in, wo waren wir denn vor 40 Jahren? In Berlin. In Berlin schon? Oder? Ja, 82? Ja, vielleicht auch in Berlin. Da wohnten wir aber noch in Damaskus. Also ich dachte eher vorher. Ich dachte vor noch Damaskus. 82 waren wir, ja, ist nicht so schlimm. In Damaskus, sagen wir mal, da hat mir der Sheikh Anwar al-Yarhamu morgens eine Tasse Kaffee, ein Kahwa, präsentiert. Ein Kaffee. Daran muss ich denken, 40 Jahre lang. Wenn ich das 40 Jahre lang nicht behalte, nicht so toll. Man sollte das 40 Jahre lang drauf haben, der hat ja, das ist doch der. Vor 40 Jahren hat er mir, vielen Dank nochmal. Vor 40 Jahren hast du mir einen Kaffee gegeben, wo ich gerade einen Kaffee wollte. Hast du mir gemacht. Und ich habe den getrunken und ich war happy damit. Heute gibst du Leuten alles Mögliche. Geld, jeden Monat 100 Euro oder alle drei Monate 500 Euro, 600 Euro. Braucht der alles, dann braucht er mal ein Auto, gibst ihm ein Auto. Dann geht das Auto kaputt, dann beschwert er sich schon bei dir. Hör mal, das Auto, was du mir geschenkt hast, das war ja ein totaler Reinfall. Das
das ist aber gar nicht, das finde ich jetzt aber echt nicht. Also jetzt möchte ich mal, dass du mir mal ein neues Auto mal besorgst. Und du sagst, na gut, noch ein Auto, wieder kaputt. Jetzt ist aber genug, jetzt schon das zweite Mal. Ich kündige dir die Freundschaft. Das ist der Mensch. Das ist der Mensch. Der unreflektierte Mensch, der noch nicht begonnen hat, über sein Ego und über seine schlechten Eigenschaften nachzudenken und zu reflektieren. Der noch nicht einen Scheich hat. Hat noch keinen Scheich. Er hat noch, vielleicht hat er schon davon gehört, dass es sowas gibt, Scheich. Aber er hat noch nicht den Schritt gemacht, sich zu unterwerfen. Sich einem Scheich zu unterwerfen. Mit all den Konsequenzen. Das ist absolut notwendig. Das ist absolut notwendig, um solches, es ist nur ein Beispiel jetzt mit der Dankbarkeit. Ja? Da gibt es natürlich tausend Beispiele. Und der Scheich lehrt uns auch, gibt uns Beispiele und lehrt uns auch in seinen Zuchbats, in seinen Lehrgesprächen, lehrt er uns, was das ist und wie das geht. Das ist alles eine Sache mit Ahl Sunnah wa Jamaat, das ist alles die Sunnah des Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, der uns das gelehrt hat, die perfekte und schönste und beste Dankbarkeit. Und Sheikh Mohammed lehrt uns das. Und er sagte, fast in jeder Lektion kommt es vor. Erstens musst du dankbar sein gegenüber Allah, natürlich. Was alles von Allah, jeden Atemzug von Allah. Du musst ständig dankbar sein, ständig sagen, Alhamdulillah. 24.000 Mal, 24.000 Atemzüge am Tag sagst du, Alhamdulillah, danke, ja Allah. Danke für jeden Augenblick. Und danke, dass ich hier sitze. Und nicht nur hier sitze, sondern dass du hast mich erschaffen und du hast mir auch noch einen Meister gegeben von deinen Freunden. Du hast es so gemacht, dass ich den kennenlernen durfte, dass mein Blick auf ihn, aber mein Blick ist nicht wichtig, er hat auf mich, durfte auf mich gucken. Du hast auf mich geguckt durch ihn. Da musst du dankbar sein. Und dich entsprechend verhalten. Möge Allah uns es geben, inshallah. Unser Herzen bewahren vor Shaitan und Dunya und Hawa und Nafsa Marabisu. Amen Allahu Tawfiq, bi Umatul Fatiha. Danke für die Frage, Mashallah, das ist Baraka, ne? Alles gut.